Angaben über die Zahl der Opfer oder Verletzten gibt es nicht. Damit guten Abend im Heute-Journal und ich hoffe auch guten Abend nach Moskau, wo jetzt unser Korrespondent Joachim Holz sein sollte. Da ist er allerdings nicht. Darf ich die Regie fragen, ob das Gespräch zustande kommt? Kann die Regie mir sagen, wie es mit dem Telefonat nach Moskau aussieht? Wir machen weiter mit dem Schaltgespräch, bitte. Dann gehen wir jetzt nach Bonn, wo Herr Professor Lindackers, der Kerntechnikexperte des Technischen Überwachungsvereins Rheinland ist. Herr Lindackers, Sie haben die Meldung gehört, die ich eben vorgetragen habe. Können Sie sich aus dem, was Ihnen an Informationen vorliegt, eine erste Erklärung machen über die Ursache dieses Unglücks? Ja, wenn die Meldungen zutreffen, dass in Finnland und in Schweden höhere Radioaktivitätsgehalte...